Smarana, ihr Lieben, schön, dass ihr heute hier seid, schön, dass du heute hier bist, denn ich habe von der geistigen Welt, von den hohen Reden des weißen Lichtes eine wichtige Botschaft. Wir bekommen ein Werkzeug, wie wir aus dieser C-Situation und aus der Peaks-Situation einfach herauskommen. Und das ist, denke ich, sehr wichtig für viele von euch, denn ich bekomme ja wirklich täglich E-Mails, wo mir geschrieben wird, wie schwierig die Situation ist im Umgang mit Menschen, die gepikst sind, im Umgang mit Menschen, die nicht gepikst sind. Und dieses Durcheinander bringt uns Menschen ja auseinander. Das ist ja eine Trennung, die da erfolgt. Und mit diesem Werkzeug, was ich nachher für euch channeln werde, wird das alles anders werden. Wir werden die göttliche Ordnung bekommen, so wie sie jetzt in der Übergangsphase uns weiterhilft, denn wir sind ja dabei aufzusteigen und da gibt es natürlich vieles hin und her, viel Kuddelmuddel und eine sehr große Belastung für einige von uns. Und genau deswegen habe ich also diese Botschaft für euch, in der wir ein Werkzeug bekommen werden und ihr das dann auch ganz leicht anwenden könnt, mit dem ihr die ganze Pikserei, wie ihr sogar dem Pieksen entkommen könnt, ohne große Probleme. Es ist ganz leicht anzuwenden und je mehr Menschen das tun, je mehr Menschen jetzt mit diesem Werkzeug arbeiten, umso leichter wird es dann sein, durch diese schwierige Zeit des Übergangs hindurchzukommen, weil dadurch das Licht an großer Kraft gewinnt. Und das Licht ist ja schon da und es wurde auch schon sehr viel getan. Aber dieses hier, diese Botschaft ist so für mich der I-Punkt, so das Sahnetüpfelchen, was noch gefehlt hat, um das Schlimme, was bisher eben geschehen ist, zu neutralisieren, wieder in das Gute hineinzukommen und das Gute und das Licht dem noch mehr Kraft zu geben. Denn die Gegenseite, sie schläft ja nicht. Sie hat ja dauernd irgendwas Neues. Jetzt kommt es auch noch mit der D-Variante, wird aufgebauscht und schlimm dargestellt. Und auch unsere Kinder in den Schulen, sie leiden ja kolossal. Und um all das wirklich in die gute Bahn zu bringen, werden wir die Botschaft hören. Das ist so wichtig für mich und du bist genau gerade deswegen heute hier. Denn deine Seele hat das gespürt, dass diese Botschaft wichtig für dich ist. Und deswegen weiß ich, dass ich das Licht durch dich, durch jeden Einzelnen, der heute dabei ist, noch mehr ausbreiten kann und wird. Und vor allen Dingen, dass es sich ändern wird. Die Lage wird sich ändern, je mehr Menschen mit diesem Werkzeug arbeiten. Und ihr werdet sehen, es ist tatsächlich überhaupt nicht schwer. Es ist ganz einfach. Und niemand hat so richtig dran gedacht oder ganz wenige haben daran gedacht, dass das genau das Werkzeug ist, mit dem wir arbeiten sollten. Und wir Lichtarbeiter, wir haben es in den Händen, die Situation zu entschärfen und die Übergangszeit leichter zu machen. Sie ist schon schlimm genug. Und wir kommen mit diesem Werkzeug in eine ganz andere Fahrtrichtung hinein. Und bitte setze sicher, sei sicher, dass du das Video auch bis zum Schluss anhören kannst. Denn nur so weißt du dann genau, was zu tun ist. Und nur so kannst du dann auch für das Große und Ganze wirken. Ist es sehr, sehr wichtig. Und ich bitte euch auch, dieses Video dann zu teilen, so dass so viel wie Menschen dieses Werkzeug bekommen und dann auch damit wirken werden. Also eine Änderung der momentanen Situation ist tatsächlich möglich mit unserer aller Zusammenarbeit. Und deswegen, Smarana, dass du heute hier bist. Ich werde natürlich auch auf meinem Telegram-Kanal noch was dazu sagen. Es ist mir ganz wichtig, dass ihr da auch noch mal andere Worte hört, weil da kann man ja offen darüber sprechen, offener darüber sprechen. Und auf meinem Telegram-Kanal gibt es natürlich auch so schöne Tagesenergien, die ganz viel Heilung bringen und Unterstützung. Also schau mal drauf und
komme da dazu, zu dieser großen Lichtgemeinde. Ja, und dann werde ich jetzt gleich für dich dieses Channeling, diese Botschaft überbringen. Und nach der Botschaft werden wir auch noch mal kurz zusammensprechen. Vielleicht sind noch ein paar Punkte, die ich da noch mit menschlichen Worten erklären kann. Das wird sich zeigen. Auf jeden Fall soll ich auch gleich anfangen. Ich höre schon die Stimmen, dass es jetzt losgehen soll. Und ich wünsche dir eine wundervolle Zeit jetzt mit dieser Botschaft und ganz viel Licht und Kraft. So, jetzt sprühe ich mich aber auch noch ein mit der 999 natürlich, einfach um den leichteren Zugang zu bekommen und auch um dir ein bisschen von der Energie der Vollendung zu übertragen. So, dann fange ich jetzt gleich an. Ich rufe die hohen Räte des weisen Lichtes und ich bitte für Schutz für meinen Kanal. Und wenn du auch Schutz möchtest, dann bitte jetzt selbst darum. Das Licht, es strömt ein. Das Licht, es breitet sich aus, verbindet sich mit deiner Seele und lässt sie erstrahlen. Es verbindet sich mit deiner göttlichen Flamme und lässt sie erstrahlen. Fühle nun du selbst, wie dich das Licht durchflutet und wie dieses Licht die Energie der Liebe trägt. Denn es ist die Energie der Liebe, mit welcher wir heute wirken werden. Wir, die hohen Räte des weisen Lichtes, werden dir gleich ein Werkzeug übergeben, mit welchem du in Leichtigkeit in Zukunft wirken kannst. Und so sind zwei Dinge jetzt wichtig. Es geht einmal um dich selbst und es geht einmal um das Kollektiv. Und so bitten wir dich jetzt noch einmal ganz tief die Kraft des Lichtes der Liebe in dir zu spüren, denn wir haben dir diese Energie gesendet. Dieses Licht ruht in dir und trägt dich.
Und nun bitten wir dich, ein Bild vor deinem dritten Auge entstehen zu lassen, welches deine größte Angst zeigt. Nimm dir ein wenig Zeit und stell dir diese Situation vor. Und nun lege beide Hände auf dein Herz und lege deinen Fokus darauf, dass das Licht der Liebe, das Licht der göttlichen Flamme jetzt in deine Handchakren einfließt. Dieses Licht strömt von deinem Herzen in deine Handchakren. Und nun nehme deine beiden Hände und lege sie auf dieses Bild deiner größten Angst, deiner größten Schwäche. In dem Moment strömt die Liebe in dieses Bild hinein. In dem Moment breitet sich Licht aus und nimmt deiner größten Angst die Kraft. Liebe und Licht strömt ein. Tue dies nun für eine Minute. Ich gebe dir diese Zeit. Dann nimm deine Hände wieder zurück und lege sie erneut auf dein Herzchakra, damit sie erneut das Licht der Liebe aufnehmen können, was wir dir geschickt haben und immer noch senden. Spüre, wie deine Hände diese Energie tragen. Und nun hast du in deinen Händen das Werkzeug, mit welchem du jeden Bericht über das Pieksen, jede Schlagzeile über die C-Situation, alles, was dich belastet und dir unter die Augen kommt. All dies darfst du nun neutralisieren, indem du deine Hände darüber hältst, so dass die Kraft des Lichtes der Liebe in diese Artikel hineinfließen kann. Die Wellen des Lichtes der Liebe, sie bewirken, dass die negative Energie sich auflöst. Jede Nachrichtensendung, welche du hörst, zu jeder dieser Sendungen darfst du
mit deinen Händen das Licht der Liebe senden. Nimm automatisch die Kraft der Negativität, indem du Liebe sendest. Das Licht der Liebe bringt die Veränderung. Es ist das Licht der Liebe, welches so vieles bewirken wird. Und wenn du ab jetzt, ab diesem Moment beginnst, alles Negative, jede Angstmacherei, jede Verordnung, jede Eilmeldung, alles, was im Außen, im Kollektiv konsumiert wird, wenn du all dies mit dem Licht der Liebe, der hohen Räte des Lichtes bestrahlst, welches durch deine Handflächen fließt, nimmst du der Gegenseite die Kraft, denn du übergibst die Liebe und deine Aufmerksamkeit folgt dem Licht. Folgt dem Licht der Liebe. Und so legen wir dir dieses Werkzeug in deine Hände, in Achtsamkeit und Fürsorge. Denn wir wissen, dass du verstanden hast, dass alles sich verändert, wenn wir mit dem Licht der Liebe wirken. So seist du gesegnet mit dem Licht der Liebe, und der Segen, die Energie des Segens wird gleichzeitig mit dem Licht der Liebe durch deine Handchakren fließen. Wir werden nun in dir, in deinem Energiekörper, das Licht der Liebe verankern. Das Licht der Liebe, der hohen Räte des weißen Lichtes, sodass es dir immer zur Verfügung steht und du damit wirken kannst. Wir übergeben dir auch einen Tropfen der Segnung aus Gottes Gedankenfeld, sodass gleichzeitig Segen und Liebe durch deine Handchakren fließen dürfen. Und so danken wir dir voller Freude, dass du heute hier warst. Und verabschieden uns voller Liebe und Licht von dir. Ihr Lieben, ich finde es so großartig, jetzt einfach in Zukunft über die Hände, wenn ihr die so haltet, auf einen Zeitungsartikel, auf ein negatives Video, auf Facebook, irgendwo, überall, wo ihr seid, könnt ihr dies tun. Ihr Lieben, es ist wirklich für mich ein wundervolles Werkzeug. Und ich weiß, dass wenn ihr jetzt ab sofort beginnen würdet oder werdet, vor allen Dingen, ihr werdet ja beginnen, dieses Segnungslicht der Liebe praktisch überall dorthin zu senden, wo etwas Negatives geschieht, gesagt wird oder geschrieben ist, dass dadurch der Fokus dieser negativen Nachricht
in positives Licht umgewandelt wird und somit seine Kraft verliert. Das ist so herrlich. Und ihr könnt es natürlich auch für euch selbst verwenden, für alles, was euch Angst macht. Für alles, wo ihr so euch so ein bisschen mulmig dabei fühlt, was euch nicht so gefällt. Einfach dieses Segnungslicht der Liebe senden. Ihr braucht es gar nicht ewig lange zu machen. Es reicht eine Minute, eine halbe Minute reicht auch. Einfach da reinsenden und schon schwindet das Negative und macht den anderen Menschen nicht mehr diese Angst. Und wenn niemand mehr Angst hat, will sich auch niemand mehr pieksen lassen. Dann wird auch niemand mehr krank, das ist ja der Punkt. Darum geht es ja, dass die Menschen gesund bleiben. Es ist ganz wichtig, dass wir alle gesund bleiben. Und wenn man im Licht und der Liebe ist, dann bleibt man gesund. Wenn man in der Angst ist, ist es schwierig, dann wird man eher krank. Deswegen ist es, ich danke nochmal den lieben hohen Reden des Lichtes sehr für diese Botschaft, für dieses Werkzeug, dass ich das überbringen durfte und dass wir zukünftig damit einfach wirken. Und ich frohen Mutes bin, dass alles dadurch besser wird. Auch die D-Variante, egal was Sie sich Neues ausdenken, einfach hier mit dem Licht der Liebe segnen. Und schon wird es anders, verliert es an Kraft. Ich danke euch sehr und ja, ich freue mich auf das nächste Mal. Habt eine gute Zeit. Empfehlt mein Video weiter, damit es ganz viele Menschen hören und auch diese Technik anwenden. Bis dann. Tschüss.